In der Schweiz werden jedes Jahr etwa 20'000 künstliche Hüftgelenke eingesetzt und die Lebensqualität so wieder verbessert. Mit der Zeit nutzen sich die Prothesen aber ab. Im Schnitt heben sie etwa 15 bis 20 Jahre, je nachdem, wie alt der Patient ist und wie aktiv. Und dann kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo man sagt, braucht sie jetzt eine Revisionsoperation? Rolf Brunner macht sich bereit fürs Training. Heute Abend habe ich ein Fußballspiel, das ich pfeife. Ich bin neuerdings Schiedsrichter, weil ich nach der ersten Operation nicht mehr Fußball spielen konnte, was mein liebstes Hobby war. Vor 10 Jahren wurde er an seiner rechten Hüfte operiert. Trotz neuem Hüftgelenk plagen den 62-Jährigen seit der Operation starke Schmerzen. Ich habe Physio gemacht. Wir sind in die tiefe Muskulatur gegangen. Wir haben also alles versucht, aber wir haben keinen Weg gefunden, sondern es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Darum hat er Dr. Zink von der Universitätsklinik Balgrist kontaktiert. Der Spezialist hat sich intensiv mit der Problematik von Rolf Brunner auseinandergesetzt. Für den Chirurgen ist klar, wo das Problem liegt. Seine Empfehlung: Rolf Brunner benötigt eine zweite Operation an der Hüfte. Sie sehen hier ein künstliches Hüftgelenk. Das ist eine normal positionierte Pfanne. Beim Herrn Brunner ist die lockere Pfanne in diese Richtung gewandert und hat da zu einem grossen Loch geführt. Das Loch werden wir mit Fremdknochen füllen. Das ist nachhaltig und der Fremdknochen kommt aus der eigenen Knochenbank. Eine Alternative dazu ist, dass man einfach eine übergroße Pfanne da einsetzt. Das ist aber bei einem jungen Patienten meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Dr. Zink setzt nicht nur auf nachhaltige, sondern auch auf schonende Operationen und engmaschige Kontrollen. Es ist sehr entscheidend, dass auch wenn man absolut beschwerdefrei ist mit einer Hüftprothese, weiß, dass nach Jahren und Jahrzehnten die Hüftprothese wird verschlissen sein und dass es dann einen Revisionseingriff braucht. Und um nicht einen günstigen Zeitpunkt, wenn man so will, zu verpassen, so einen Revisionseingriff zu machen, sind Nachsorgeuntersuchungen wichtig. Herr Brunner, guten Tag. Wollen wir gerade? Gerne. Bald ist es soweit. Rolf Brunner wird in wenigen Tagen operiert. Heute besprechen die beiden letzte Details. Nehmen Sie gerne Platz, Herr Brunner. Die Operation wird nicht allzu lang, 1,5 Stunden gehen, Ihre Hospitalisation ein paar Tage. Und das, was Sie dazu beitragen müssen, ist Stück benutzen für 6 Wochen. Ich habe viel Sport früher gemacht. Ich musste auf sozusagen alles verzichten. Am Schluss jetzt aufs Töff fahren. Was kann ich wieder machen nachher? Was darf ich wieder machen? Sie dürfen davon ausgehen, dass Sie die Beschwerden von jetzt nicht mehr haben, dass Sie den Alltag problemlos bestreiten können, den Sport als Schiedsrichter, Fußballschiedsrichter auch, und auch Ihr geliebtes Hobby, das Töfffahren, sehe ich keine Bedenken. Ja. Glänzen tut es schon. Und wenn alles nach Plan läuft, kann Rolf Brunner bald wieder Motorrad fahren. Der Rolf Brunner ist mittlerweile operiert worden und es ist alles gut gegangen. Er muss jetzt etwa 7 Wochen Stöcke tragen und dann fängt die Rehabilitation an.